Mit Lernfabriken Meutern hat sich 2015 ein bundesweites Bündnis gegründet mit dem Ziel, kritischen Bildungsprotest überregional und nachhaltig zu organisieren. Eine wirklich kostenfreie Bildung mit echter Chancengleichheit würde bedeuten, dass solche Kosten vom Staat getragen würden. Und genau dafür stehen wir heute hier ein. Lasst uns allen Kindern tatsächlich die wunderbaren Möglichkeiten geben, die Bildung ermöglichen könnte. Denn dies ist keine utopische Vorstellung, es ist realisierbar. Und dafür demonstrieren wir. Ich möchte was zur Bildungsfinanzierung sagen. Deutschland ist in dieser Hinsicht Entwicklungsland. Deutschland liegt im unteren Drittel, was die Bildungsausgaben gemessen am Sozialprodukt betrifft, noch hinter Estland. Runter mit der Rüstung, hoch mit der Bildung, runter mit der Rüstung. Demonstrieren.